Span class name lock level era Facebook. Span era in getting channel info. Message. Broadcast not found. 13. September 2022 15.09.09 found Broadcast Nectocard. So. Hätte nichts anderes erwartet, glaube ich. Eigentlich schon. Ich denke mal, der wird es gleich wieder. Wow. Ja, da ist er. So. Wir machen weiter. Weiter, heiter, weiter. Und stellen erstmal wieder fest, Controller geht nicht. Jetzt geht er wieder. Warum ist denn der Tisch nass? So. Mach Schläfchen, Dicker, komm. Mach Schläfchen. Achso, weil der Hund mich voll gesabbert hat und ich es nicht mitbekommen habe. Okay. So. Quartier Luxemburg wollten wir jetzt hin. Und werden Monsieur's, oder heißt das Monsieur, Lavoisiers Spur folgen. Geht nur irgendwie nicht. Da sind wir. Was haben wir hier? Ah, scheiße. Zur Vakanus Stadthaus gelangen haben wir noch offen. Ah. Ja, okay, da müssen wir jetzt einen kleinen Abstecher machen. Aber wir können nicht dahin reisen. Ach so, wir sind gar nicht in der Kutsche. Quasi. Ah, wer gerade schaut und guckt, also wenn ihr zurückkommt und nichts machen könnt, springt über die Brücke, das funktioniert. Da hinten geht in die Kirche. Also rechts neben der Kirche ist so eine Katakombe, da könnt ihr durchgehen. Dann kommt dazu ein Holzfäller und dort findet ihr dieses kleine Prachtstück. Ja. Und wir werden jetzt reisen und zwar dann doch nach Les Invalides. Das habe ich vollkommen nicht vorhin gescheckt, scheiße. Ist aber nicht so schlimm, weil dort waren wir ja schon. Aber wir haben ja den Kletterhahn. Und mit den Kletterhaken, ich meine, da müssten auch noch nur drei Stellen gewesen sein. Können gleichzeitig unserem Charakter noch ein bisschen leveln. Das haben wir in der einen Stadt, wo wir gerade waren vorhin, nicht mehr getan. Weil ich jetzt echt mal gucken muss, wo sind wir. Da müssen wir lang. Oh, ich glaube, das geht schnell. Das geht schnell. Habe ich vorhin noch rausgefunden. Damals hatte ja YouTube auch ein Editor. Der ist dann irgendwie verschwunden. Aber man kann sie trotzdem im Nachhinein noch mal bearbeiten. Da habe ich mir vorhin mal so ein bisschen die Umstände gemacht und die Pausen rausgeschnitten. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Ich habe mal die Statistiken eingeguckt. Ja, ich streame auf mehreren Plattformen. Einfach nur bei finde Technik geil. Aber dass wir gestern, ich glaube, 17 Zuschauer hatten, ist für mich ehrlich gesagt eine Premiere. Oh. Wo lang? Jetzt warte mal, hier ist das. Oh. Ich glaube, wir machen einen kompletten Abstecher. Mir fällt da gerade was ein. Aber ich kann mich nicht erinnern. Alter, die Kettenviecher sind hier doch gar nicht rumgelaufen. Ist gar keiner da.
weg, 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 weg. Macht euch gegenseitig kaputt. Haut euch selber. Panik, 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 Panik. Lalalalalala. Aber die Keule ist cool. Gefällt mir. Da kriegt man die wenigstens hier schneiden. Das gefällt mir. Trotzdem ist es mir neu, dass wir hier diese komischen Klumpen hatten. Die Gegner hatten. Mal kurz schauen. Da ist nichts, da war das oben. Alter. Ich habe so viele Punkte gesehen, eigentlich, wo wir ein Haar. Da oben ist zum Beispiel einer, genau. Nicht resetten, bitte. War das beim letzten Mal auch so dunkel? Ah, mit dem Teil kriegt man die gut klein. Ich glaube, wir haben den ausführbaren Update verpasst. Aber ich gehe mal stark von aus, da wir hier oben eh schon waren. Ups. Oder auch nicht. Warte mal. Doch. Aber hier ist auf einmal irgendwie dunkler. Dunkler ist er. Gut. Ich weiß, dass wir weitergekommen sind. Ha. Müssten eigentlich müssen wir hier durch. Gucken wir mal da hinten, ob wir zurückkommen, weil dahinter ist die Saint Cloud. Herzlichen Dank. Fahrenlöser. Guten Tag. Gleichfalls. Nein. Zu nah. Hey, und was ist schön, was ist noch ein. So. Ja, scheiße. Mit dem Ding kriegen wir sie auf jeden Fall nicht auf. Also können wir das auch vergessen. Aber hier ist offen. Was hier noch? Ich habe mehr als eine Stunde auf dich gewartet und kam jetzt leider zu spät. Ich will mitmachen. Dulden. Ja, eine Stunde auf dich gewartet und kam. Kann mich jetzt nicht mehr gedulden. Endless Invalid ist nicht mehr als 60 Schritte von hier, wird gekämpft. Ich werde nicht herumstehen und gut zu sehen, wie meine Landsleute sterben. Meine Pistolen sind geladen und die Befehlsbrücke, die wir errichtet haben, wird lange genug halten, dass ich zu ihnen stoßen kann. Ich hoffe, du findest mich bald und schließt dich unseren Kampf an. Solltest du zu spät antreffen, bitte habe die Güte, Gott meine Seele anzuempfehlen. Dein Bruder Laurent anzuempfehlen, das Wort ist mir gänzlich gar nicht bekannt.
Da war der, da brauchen wir nicht hin. Hier sind jetzt überall diese Kettenviecher, ne? Ja. In diesem Dorf, meine ich, waren auch ein paar Punkte. Na komm her. Au! Das haben wir nicht. Komm mal sehen. Was war das? Alter, der hat das überlebt. Der hat das überlebt, dieser. Noch was. Eine Hommage an den Magister de la Fiette von Monsieur D. Zur Melodie von Avec Les Joyeux Dance Le Village. Was auch immer. Sobald La Fiette kommandiert, tritt jedermann tapfer hervor. Die wimmelnde Stadt jubiliert, Paris singt im Ein. Nick im Chor. Sein Name dröhnt Feinden im Ohr und käme Gefahr aus Verstecken mit unseren Helden am Tor. Was soll uns da noch erschrecken? Gedruckt in Paris von Citien Marmoreau. Ja, da habe ich das Gefühl, wenn ich eine rauchen war, habe ich danach irgendwie Probleme mit meinem Sprachzentrum. Ja. Wo war hier was? Das Geld ja. Definitiv. Nehmen wir mit. Ah. Meine, das war hier runter. Ademmen. Wir sind ja mit dem Boot hier rüber gefahren, ne? Da könnte man versuchen rüber zu springen, aber dann sind wir da hinten auf einer Insel und da ist nichts, oder? Da was? Also da ist nichts und rüber schwimmen können wir glaube ich auch vergessen. Na. Okay. Retour. Einmal Retour, bitte. Aber wenn ihr irgendwo sowas komisches, goldenes seht, was... Ah, scheiße, wie soll ich das bildlich erklären? Nee. Markante Punkte, sage ich mal, in der Höhe. Die leuchten, diese Ankerpunkte für die Kette. Oh. Nur fliegen ist schön. Nur fliegen ist schön. Oh.
War das erste Mal, dass wir keine Energieanzeige über einen Gegner hatten. Mal, was blinkert hier? Achso, das waren die Ketten immer, ne? Genau. Was war das mit dem Trinken? Man hätte sich Marker machen sollen. Oder Notizen, wo man solche Haken gesehen hat am Anfang. Ah, da ist ja noch einer. Durchgegangen sind, um dann festzustellen, dass wir nur noch was auf der Hucke bekommen. Ah, fuck. Ich wollte gerade sagen, komm her, zeig mir, was du kannst. Ey. Leider kann der was. Warum fehlt jetzt die Energieanzeige? Die Waffe verbannt. Nee, haben wir ja vorhin auch gesehen, die Anzeige. Hier war auch nichts. Ja, auch nicht. Ohne Energieanzeige ist das schon ein bisschen tricky. Ehrlich gesagt, jetzt kein Bock, das Spiel nur zu starten. Vielleicht ist es auch nur an der Waffe. Ja, wir haben eine Tastenkombination gefunden. Die nicht gut war. Boah, das glaube ich nicht. Reparaturmodul 1. Stefan Möser. Kann sein, oder du brauchst mal eine Kaffeepause und eine Zigarette. Nee, die Pause hatten wir vorhin schon. Aber mir ist echt aufgefallen, wenn ich eine Raucher war und dann was lese. Irgendwas stimmt da nicht. Stefan Möser. Sackgasse, Sackgasse. Stefan Möser. Okay. Da ist wieder die Anzeige. Oh Gott sei Dank.
Alter, die Viecher hatten uns solche Probleme bereitet. Hier war aber auch nichts mehr. Die Kiste haben wir schon geplündert. Weit und breit nicht zu sehen, dass man da irgendwie hochklettern kann. Ich wollte gerade sagen, da kann ich dir wenigstens noch aufschalten. Ey. So, ihr könnt gerne alle einzeln kommen, ne? Oh. Gefahrenlöser. 2-3 ist ja unfair. Oh. So wie in der Schule damals. Ich komme mal mit um. Es ist bestimmt stinkig. Ah. Manchmal muss man auch einfach nur Glück haben. Oder zweimal. Aber ich muss schon sagen, im Gegensatz zu Anfang von der Steuerung her, das ist ein bisschen Übung, echt geil, ey. Mir jetzt auch zum ersten Mal auf, dass hier so ein Spiegel in, ein Schattenrand läuft. Stefanlöser, totgeschlagen. Alter. Ein originalgetreuer Schatten vom Modell. Das ist cool. So, drehen wir hier nochmal rum. Hier ist nix. Sind auch keine harten Punkte. Da auch nicht, scheiße. Ne, das war ein Irrtum. Ich hätte schwören können, dass hier welche waren, aber das waren nur die Türen zum Zertreten. Leider. Ach, wo ist doch hier ein Gegner? Oh! Alter! Einer. Geronimo. Oh. Wo war es wieder? Gibt doch ein paar mehr. War da nicht gerade noch ein anderer Hund? Eins, zwei, drei, vier. Weil es so schön ist, ein großer.
Ich hab's heute im Sonderangebot. Nimm 5 von der Ausdauer zu ein. Das ist nicht da. Aber auch echt nichts. Oder ich bin so blöd, das heute zu sehen. Aber dann gehen wir zusammen raus. Stefan Möser. Was für schöne Landschaften und Orte haben Sie gut hinbekommen, finde ich. Oh ja. Also ich habe es noch nie so detailgetreu gesehen, irgendwie in irgendeinem Spiel, das muss ich schon sagen. Da steckt jede Menge Arbeit an. Da ist blockiert. Also müssen wir uns doch hinten rumwursteln. Nein, müssen wir nicht. Augen auf Straßenverkehr. Müssen wir eigentlich. Guter Sprung. Essenz eines edlen Geistes. So, wir werden mal kurz einmal uns aufladen. Vorhin mal versucht bei Steam, da haben sie ja bei der Shop-Seite den Stream oder ein Pre-Record drauflaufende Aufzeichnung. Und ich mal gucken, ob sie das so ein bisschen erklären, was das für Auswirkungen hat, wenn man Krafttuch sitzt auf die Waffen etc. Sprechen nur Französisch, ey. Nicht ein einziges Wort. Was haben wir hier? Essenz eines edlen Geistes. Ja, und den ohne Anzeige ist na klar. Ganz geil. Englisch würde ja noch wieder gehen, aber auch nicht alles. Oh. Es hat einen gewissen Anreiz, also Adrenalin.
Wurde gut durch angekurbelt. Einfach mal so aufs Blaue. Ich glaube aber echt, das liegt an der Waffe. Das werden wir mal ausprobieren. Kräften guckt man auch weiter. So, was haben wir jetzt hier? Das müsste ja dann das Haus sein. Aber wie kommen wir da rein? Ich nehme mal lieber einen davon. Ah, da liegt auch noch was. Granaten. Also der Theorie nach, wenn wir jetzt bei allen Gegnern eine Anzeige sehen, liegt es definitiv an der Waffe. Weil vorher hatten wir das Problem gar nicht. Hä? Okay, da kommen wir dann noch gar nicht hin. Ach, fuck, das ist das mit dem Auftreten. Ich habe in irgendeinem Clip gesehen, dass dieses grüne Siegel durch einen Sidekick aufgetreten wird und nicht durch ein Werkzeug. Ja, da müssen wir leider unsere Wege dort vorführen. Für, wie auch der Streamtitel heißt. Boah. Schade. Werkzeug. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das hier irgendwo schon gefunden hätte. Wobei der Standardwerdegang, soweit ich weiß, ist, dass man sie eigentlich durch Fortschritt freischaltet. Aber können wir nichts ändern. Das Lustige ist, ich weiß, wir haben den Schlüssel eingesteckt. Für sein Landhaus. Das ist merkwürdig. Das ist echt merkwürdig. Warte mal. Warten Sie. Ach. Holzfäller, den haben wir vorhin klein gehauen. Der war einfach. Ups. Stefan Möser, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt dabei, die Spur von Monsieur... Warte mal. Monsieur... Also der Hauptquest folgen wir gerade. Ich komme hier jedes Mal durcheinander, ne? Nebenaufgaben, Hauptaufgaben, da sind sie doch. Aigis muss zu ihrer pferdelosen Kutsche zurückkehren und sich schnellstmöglich zum Palais du Luxembourg begeben. Stefan Möser, okay. Ich bin leider nur abgekommen, weil wir haben ja die Kette, dann wollten wir zum Leuchtturm, zum Anfang kommen wir nicht hin und dann sind wir da reingekommen und dann dachten wir, guck mal hier. War gerade etwas verwirrend. Aber was ich nicht verstehe, ist, das ist Paris de Luxemburg und das hier ist, Monsieur Billy gab sich sehr geheimnisvoll, ohne viel zu erklären, regte er an. Eigentlich soll Eugen das Stadthaus aufsuchen in der Nähe von Les Invalides. Was könnte er im Sinn haben? Aber uns fehlt das Werkzeug. Verdammt. So, hier hatten wir noch ein Modul, Stufe 2, was wir auswechseln wollten. Warte mal, können wir das verbessern? Null Schlüssel. Stopp, die sind alle auf 2. Stefan Möser, also Luxemburg oder wie entscheidest du? Bleibt jetzt nur noch über. Das andere haben wir soweit durch. Hm.
Das wollte ich gerade gucken. Achso. Nein, da ist Stufe. Ach nee, der ist Stufe 2, aber ein Stufe 1 Modul drin. Wir haben ein Modul bekommen. Stefan Möser, Suppi. Reparaturmodul 1 haben wir bekommen. Dieses Modul ermöglicht es durch kritische Angriffe. Okay, wir nehmen jetzt mal Reparaturmodul 2 rein. Und ich glaube, mit dem Hammer kriegen wir kritischen Schaden hin. Das Balance-Modul bleibt drin und da kommt das Panzermodul rein. Panzerung. Verlieren wir Feuerresistenz von 10%. Das ist auch nicht gut, ne? Das Balance-Modul tauschen wir aus gegen mäßigen Seelenschaden. Dann geht die Balance runter, das ist egal. Feuerresistenzmodul 2. Panzerung, Reparatur, scheiße, welchen wollte ich denn da reinmachen? Reparatur ist drin, Balance-Modul. Achso, Panzer. Wo ist das Panzermodul hin? Verstärkte Panzerung ist doch auch schon drin. Cool. Blackout. Faden verloren. Blinkheitsmodul voll ist. Oh, was so. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich Feuer sehe, kriege ich Angst. Ah, das Modul hatten wir, das hatten wir. Dann können wir nochmal nach Verbesserungen schauen. Ob wir die Waffe hochbekommen. Und wir kriegen sie hoch und das machen wir auch. Auch ein geiler Satz. Wir kriegen sie hoch. So. Wir haben eigentlich alles soweit fertig. Außer diese eine Nebenquest. Und dann geht es hier weiter. So wie der eigentlich im Stream geplant war. Im Titel besser gesagt. Neuland. Und es wird Nacht. Das. I must find him and help him convince the Comte de Provence. Zeugen. Achso, wir wollten die Waffe nochmal rausnehmen. Um zu gucken, ob das wirklich daran liegt. Die haben wir auch bekommen. Nehmen wir mal die rein. Ja, und die Kutsche haben sie uns mitten in der Stadt hingeschmissen. Müssen nach da. Ich weiß nicht warum, aber ich gucke immer erst in die andere Richtung, aber da geht es nicht weiter. Essenz eines edlen Geistes. Da ist ein Haken zum Hochklickern. Heißt, warte mal. Haben wir noch andere Essenzen? 3 Stück. 3 Stück. Wie viele haben die wiedergegeben? Nein, wir sammeln, wir sammeln. Da geht's hoch, da ist zu. Ich glaube, da wird's auch nicht aufgehen. Wa? Yes. Also ich weiß nicht, die haben bei GameStar, glaube ich, war das, müsste betrügen. Würde ich mich nicht drauf festlegen wollen, irgendwas geschrieben von
Schlauchlevel-Design. Kannst du das auch mehr zwei spielen, zum Beispiel mit deiner Frau? Nee, leider nicht. Meine Frau spielt Spiele, die spiele ich nicht. Also ich bin da... Nee, meine Frau ist da ein bisschen anders gestrickt. Die mag sowas wie Candy Crush Saga. Kartenspiele mag sie ganz gerne. Stefanlöser, okay. Weil ich sagen muss, ich spiele mit meiner Frau keine Karten mehr. Ich verliere immer. Wir haben einen Tag Rommi gespielt, den ganzen Tag lang, bis abends ohne Puppen. Nicht ein einziges Mal, keine Chance. Böse Zungen würden sagen, sie spielt Hausfrauenspiele. Jetzt frag mich nicht, wo ich das mal gelesen habe. Da geht's auch nicht mehr. Stefan Möser. Schon okay, die Hautsache, sie hat fast die gleichen Hobbys wie du. So zocken tut sie ganz gerne. Ja, Brettspiele finde ich auch geil, aber... Stefan Möser, so sind Frauen. Oh. Ich kenne aber auch Männer, die spielen gerne Karten. Mir hat damals einer Pfennigskat gezeigt, so. Ist ja nicht so schlimm, ne? Pfennigbeträge und so. Ah, scheiße, Pfennigskat kann ganz schön teuer werden, mehr sage ich dazu nicht. Ich denke immer, wir sollen darüber, aber darüber kommen wir nicht. Das weiß ich jetzt schon. Ah, Papa. Was ist das? Okay. Ich würde ja sagen, wir kümmern uns ja, das erst. In der Kneipe waren Runde schon ab oder was? Was ist das? Ich glaube, wir kümmern uns erst um die, die wir kennen. Schwanenlöser, Schwine. Ja, warte mal kurz. Ja. Wahrheit oder Pflicht? Nein. Aber ich sag mal so, beim gemütlichen Zusammensein, das ist schon schön. Ein Bekannter von mir hatte damals eine Spielesammlung, da gab's, oh Gott, wie hieß denn das? Jumbo? Also sowas wie Monopoly, nur mit Flugzeugen und Reisen, aber ganz anders aufgebaut. Echt geil. Solche Spiele kriegst du heute gar nicht. Schade eigentlich. Diplomatie, Risiko. Bei Risiko habe ich, glaube ich, nie wirklich verstanden. What the hell are you doing, Camille? As you can see, I'm preparing to leave this place. Teruanya and Risso should have joined us more than 2 hours ago. Are you going to abandon them to their fate? Just think for a moment, Fayez. If they've been arrested, they'll be tortured. And if they reveal that we're here, in Teranya's salon, the king's assassins will soon be streaming in. I want to see my wife and daughter again. Entendez-vous? Je vous en prie, Camille. Let's wait just a little longer. Soit. Stefan Löser, kenne ich auch. Oder Würfelstraße, Fach wie kleine Kanone oder 21. Kniffel heißt das bei uns, glaube ich. Oh Gott, wie alt war ich denn da? 16, 17? Da sind wir bei uns an der Weser runtergegangen. Da konntest du eine Blockhütte mieten, in Anführungsstrichen. Das heißt, du hast dem Besitzer einer Kiste Bier gegeben. Da konntest du da eine Woche, 2 Wochen bleiben.
Aber die ganze Zeit nur gesoffen, gegrillt, Brettspiele gespielt. Und ja, es ist möglich, dass man das macht eine Woche lang und trotzdem nicht aufs Klo geht. Weil da nur ein Donnerbalken war, so ein Plumpsklo. Da wollten wir nicht drauf. Die hatten vorhin alle Energieanzeigen. Blitz. Ah, Blitz. Ah, Blitz. Der hat keine Energieanzeige. Ach, warte mal, ich hatte die falsche Waffe drin. Und die wechseln wir auch nochmal aus. Warum ist hier keine Energieanzeige? Dann machen wir den rein. Das kriegen wir raus, das kriegen wir. Könnte aber auch mit der Rüstung irgendwas zu tun haben. Stefan Möser. Hört sich ja gut an, User mit den Tolte, aber Donnerbalken kenne ich auch noch oder halbe Treppe runtergehen mit Nachbar geteilt. Ja. WG ist mir auch noch bekannt. Ich wollte gerade sagen, da kann man doch den Haken. Nur das sind keine Haken. Nee, da ist sogar so eine Fixierung, so ein Kolumn. Blockiert. Aber hier gibt es gerade echt nur Einbahnstraßen. Man soll uns nicht hindern. Da ist der Holzfäller. Da versuchen wir uns mal dahinter zu schleichen. Er hat uns. Das waren noch Zeiten, aber heute ist es auch okay. Bis jetzt ist man es ja wie so ruhiger geworden. Richtig. Ja, ich gibt Schlimmeres. Alter. Hi. Okay, dann können wir nochmal gucken. Nochmal gucken, ob wir überall. Ach, die sind zu dritt da auf einen Haufen. Stefan Möser. Absner bei 3 ist es normal. Einer muss erstmal klein. Oh. Ich weiß nicht, was das Viech für Auswirkungen hat auf unsere Energie. Aber ich glaube, keine gute. Machen wir einen weiß mal. Den. Der hat auch keine Energieanzeige. Ich sag mal, man kann mit um, aber er ist schon echt blöd, wenn er nicht weiß, dass du kurz vor er kippt um bist und dann denkst, na nee, versuchst du nochmal, um Heiltränke zu sparen. Ist ja nicht so, als wenn die hier auf der Straße rumliegen, ne? Naja, eigentlich schon. Eigentlich liegen sie ja schon auf der Straße rum.
Ach. Denken wir aber erstmal wieder an Guido. Stefan Vorsicht. Vorsicht ist die Kiste der Porzellanmutter, oder wie war das? Oh, die hatten gerade nicht Feuer, die hatten Blitz. Blitz, Frostresistenz, Feuer und Ausdauer. Blitz und Ausdauer. Aber total wenig Rüstungspunkte. Stefan Möser. Ja, genau. Ah, 25 Feuerresistenz. Der hat Balance und Frost. Blitzresistenz und Ausdauer. Das wären dann aber 20 und 20. Feuerresistenz, Ausdauer, Blitzresistenz. Auch viel zu wenig. Die wollen uns echt ärgern. 35, der hat mehr. So. Blitz und... Und? Liegt es schon mal nicht. Dann können wir auch die andere wieder reinnehmen. Ne? Ich weiß noch nicht mal, wo wir den gefunden haben. Den größten Schwengel. Hier ist nichts. Da oben ist was. Kannst du echt nur Bauklötze stauen, ne? Der kommt von drüben raus. Quasi von da oben. Und da oben wäre das einzigste von hier. Möglich, wenn die rauskommen, dass wir da rein können und dann erst hoch und so weiter. Weiter im Programm. Da ist auch nichts. Da war der Holzfäller. Könnte es sein, dass der Holzfäller so groß ist, dass der da nicht durch die Tür passt? Hätte ich schon eine Idee. Wo ist die Tür? Hilfe! Ah. Die nehmen wir erstmal mit. Nein! Sowas macht man nicht, Kollege. Oh.
Wasser. Spaß mit dir, mein Freund. Ah, die Kämpfe, die haben die schon geil gemacht. Definitiv für mich momentan noch immer das beste Spiel 2022. Nehmen wir erstmal die Kiste, ne? Farmlöser. Ja. Auf jeden Fall hat das Ding eine richtig schöne Story. Oh, oh. Ein Theater von C, Turban und ein... Ich geh mal nachgucken. Drei. Balance und Frostresistenz. Können die uns Rüstung geben, die schlechter ist als alles, was wir haben? Balance und Frostresistenz. Ich fühle mich so benutzt. Verbesserte Brandgranate 3. Ja, endlich. So, Fiolen können wir hier kaufen, 60 Stück. Was ging? Steht hier irgendwo, wie viel Kohle wir haben? 5685 Essenz eines edlen Geistes. Jetzt reiche ich mich aus. Das riecht nicht. Was meckert der hier noch rum? Gehst du von oben durch, ist es unten. Gehst du von unten durch, ist es oben. Murphys Gesetz. So. Endless, endless. Was haben wir hier? Ich finde immer wieder was, wo ich es mir genau angucke und bedenke, hätte ich nicht gemacht. Ich habe mal so ein Banner gemacht mit MechWarrior, also so ein Kampfroboter, da konntest du dir aus dem Spiel die Roboter extrahieren und im Blender ein 3D-Renderprogramm hinterlegen. Ich habe da so viel Zeit drin verballert, ey. Ist unnormal. Und das hier ist eine Sackgasse. Ist das eine Sackgasse? Da kommen wir her. Ah. Ärgerlich fand, oder das Einzige, was ich damals ärgerlich fand, ist, dass ich eigentlich programmieren lernen wollte. Man mir aber gesagt hat, wozu brauchst du das? Programmierer sind heute Götter, ey. Verdammt. So, da ist noch so ein Holzknecht. Wie gut das wir wissen. Viele Ich-Hans, der über die Mauer springen. Meinst du die da hinten? Ich glaube, das funktioniert nicht. Da ist eine unsichtbare Wand. Das haben wir, das habe ich schon raus. Das funktioniert leider nicht. Es sei denn, wir hätten ein Werkzeug namens Kettensäge. Stefanlöser. Ja, die verdienen das gut Geld. Kannst du nicht eine Umschulung machen? Ja, die meine ich. Stefanlöser. Okay. Ah, Umschulung haben sie mir damals schon abgelehnt. Dann hieß es ja,
Ja, schwer. Bei der Sargasse. Stefanmöser. Oh. Okay. Oh. Oh. Da fehlt auch wieder die Anzeige. Aber wir wissen, der braucht 2 Stück. Und dann braucht man noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Okay. Oh. Jetzt aber 1, 2. So, und jetzt müsste er eigentlich gleich umfallen. Jetzt gibt's wieder. Nein, gibt's nicht. Gott sei Dank. Verbesserte Sprenggranaten. Was wollen die da mit uns sagen? Da geht's auch nicht hin. Da oben ist nix. Da ist auch nix. Ah, die sauert Blitz dabei, ne? Komm her, wir frosten dich. Dackelt er ganz gemütlich auf und zu, als wenn nichts gewesen wäre. Als wenn nichts gewesen wäre. Oh. Wie ist der Film mit einem Priesterhänger am Glockenseil oder so? Ich habe mir vorhin mal spaßeshalber auf Steam die, die Nutzungsregeln und so weiter durchgelesen. Ist echt geil. Wir möchten keine Möchtegern-Moderatoren. Möchtegern-Moderatoren sind normale User, die die Forenregeln auf jeden Fall durchsetzen wollen. Und als letztes steht da noch drin Wiederholungstäter. Das ist so geil. Ach ja, weil... Herzlich willkommen, Adept. Der geht auch nicht klein. Ich glaube, wir sind da. Oder auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, die haben 1:1 die Möbel irgendwo abgebaut. Sieht alles so schön. Philo, Fiole mit reinem Engel. Ich glaube, da gibt es dann kein Zurück mehr. Ne? Was sagt er denn? 32 Meter, dann sind wir da. Da sind wir leider noch nicht hingekommen. Okay. Stopp mal, ist das nicht der Anfang hier? Nee. Gucken, ob wir darüber kommen. Oh. Das ist wieder so ein Ekeltyp. Das könnten wir schaffen. Vielleicht gerade mal so auf knapp. Und da müssen wir eh.
weil ich den lieber von hier oben ein paar Ziegelsteine auf den Kopf schmeißen würde. Daumen drück. Ja. Verbesserte Brandgranate 3. Dann umgerechnet 1300 Seelenessenzen. Stefan Möser, Versuch macht klug. Dachte, du springst. Sind wir doch. Wir sind gesprungen. Stefan also. Möser, guter Sprung. Ich versuche mal was. Ich weiß, ich glaube, der trifft den nicht von hier oben. Ja. Aber von dort. Oh oh. Stefan Möser, vielleicht geht es übers Dach weiter. Alter! Nee, wir müssen uns erst wieder damit kümmern. Herzlich willkommen in Zürich. Ich finde das so geil, wenn die sich gegenseitig umhauen. Vierer kommen. Oh, warte. Oh, ich hab vergessen. Nein. Zwei. Ah, den konnte man doch sehr gut betreuen. Dankfest, für Lohnet Alchemie-Listenz, Alchemie-Kapsel und irgendwas, was er nicht aufheben will. Ja. Alchemie-Kapsel. Ich glaube, wenn wir schießen, können wir die danach sogar noch aufheben. Zumindest kriegen wir, wenn wir sie benutzt haben, öfters diese Kapseln. Ah, da liegt einer. Alchemie-Kapsel. Da geht's auch durch. La 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 la. Die haben wir auch noch nicht eingebaut. Essenz deines Geistes, Essenz deines Geistes, und da geht's nicht lang. Da waren wir schon. Okay, dann hier weiter. Aber hier waren wir auch schon. Wir sind im Kreis gelaufen. Ne, hier sind wir nicht. Das sah nur so aus, als hätten wir das schon gesehen. Verdammt. Ups. Das kriegen wir nur auf, wenn wir Werkzeug haben. Richtig. Also, speichern. So. Ich glaube, wenn wir jetzt unsere Essenzen alle einnehmen, können wir noch ein Update machen. Nee, das reicht nicht, scheiße. Was haben wir denn hier? Feuerresistenz und Blitzresistenz. Mit 15, mit 3 und mit 2. Balance, Feuerresistenz und Blitzresistenz.
Blitzkatalysator-Modul. Keine Steinchen zum Kaufen. Jetzt bloß nichts Unüberlegtes tun. Der ist schon mal gut, den können wir noch hochkriegen mit einem. Oh, wir haben 0 Bronze. Das sind 6000 für Bronze. 6000. Und das hier geht schon mal gar nicht. So. Wäre ja fast dafür, wir holen den auf Level 4. Ups. Ja, komm, hier machen wir auch. Weil jetzt haben wir geschlafen. Ich glaube, das reicht nicht mehr mit der Kohle. Doch. Reicht noch. Oder lieber die Axt. Wobei das keine Axt. Ich glaube, das ist auch sowas wie ein Hellbarde. Die ist bei 2 bis 3 bei 77. B, F und D. Und B hat. Ah. Komm her. Alt, sind wir auch auf der richtigen hier. Dann holen wir uns noch ein paar. Ach du Scheiße. Hier gibt es kein Öl. Hier gibt es kein Öl. Eigentlich müsste man doch nochmal zurückfahren und ein bisschen Öl kaufen. Das finde ich auch geil, dass sie das irgendwie gebietsabhängig gemacht haben, was du kaufen kannst. Stückzahllimitierung finde ich auch gut. Alter! As long as I am alive, you will not set foot outside. Do you intend to keep me in your cursed inn forever? That's a strange way to treat a customer, cher madame. I want to keep you alive, mon ami. I'll be reasonable. The machines are gone, you can see the coast is clear. There's no way. You are not going through that door until I say so. Oh, sir, what did I do to deserve this? Da kriegt sie aber einen Einlauf, oh. Nein, er kriegt einen Einlauf. Pardonnez-moi. Oh, grand Dieu. Well, wasn't I right, cher monsieur? Shh, will you hold your tongue? Do you want to get us all killed now? Do not fear. I have no intention of harming you. I just want a word, je vous prie. Nö, ich will nicht mehr. Der hat bestimmt geflüstert. Sprech nicht mit dem Roboter. Der ist ganz böse. Sag mal. Und was hast du gestern gemacht? Ja, ganzen Tag versucht, ein Fass kaputt zu kloppen. Leider nicht getroffen. So. Das heißt, wir können nur noch da durch. Oder? Ja. Und ich denke mal, da geht's dann auch. Yay. Danke. Na, ehrlich gesagt, erwarte ich noch ein großes Monsterviech. Denke mal nicht, dass die uns einfach, hey, oder langlaufen lassen. Okay, dann gucken wir erstmal hin. Sackgassen sind immer gut. Da muss man sich nicht entscheiden.
Da geht's auch nicht rein. Gibt's eigentlich herzlich willkommen 420 auf 1DC00L. Da hinten ist, glaube ich, auch Sack. Bronzebarren. Jetzt, ne? Jetzt kriegen wir einen, wie sie gekauft haben. Oh, dann haben wir hier auch nichts. Dann geht's nur noch. Halak. Haben wir das auch? Nein. Die Uhr geht falsch. 14:56 haben wir es nicht. Das wäre jetzt mal interessant, ne? Bewegt die sich auch weiter? Nicht wirklich. Ich komm nochmal in 5 Minuten wieder. Vorne an der Tür den Luft abgeben. Ups. Ich weiß nicht warum, aber mir macht es unwahrscheinlich Spaß, Karten zu erkunden. Aber hier ist auch erstmal nicht. Da drüben was? Ah. Oh. Schananananan. Jesus. Ich glaube, wir sind da. Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir. Nein, wir sind nicht da. Weder bei A noch bei B. Stefan Möser, schau mal rein. Orientierung wieder auf meinen Launch, scheiße. Oh.
Warum sollten die uns hier mit einer Leiter hochholen? Wenn hier nichts ist. Wir können es mal versuchen, dass wir darüber kommen. Oder ob wir darüber kommen. Stefanöser. Schiff hoffe ich manchmal. Verdammt. Hey, ich sag's mal so. Die wollen einen das möglichst nicht so leicht machen. Ein paar versteckte Klamotten und so. Lalalala. Also können wir doch weiterspringen, als wir gedacht haben. Viel weiterspringen, als wir gedacht haben. Stefanöser. Stimmt auch wieder. Voilà. Okay, dann weiß ich jetzt, wie wir was sind. Stefanöser. Hat gut geklappt. Oh, habe ich gerade gelernt. Ich glaube, man kommt auch von hier rüber. Nein, guck mal nicht. Hätte klappen. Beim ersten Mal, wo ich diesen Haken benutzt habe, dachte ich, ein Bug oder so, die schießt jetzt bis zum Mund hoch. So. Gucken wir hier nochmal. Nein! Fuck! Aber wissen wir schon mal, wo wir hinkommen? Stefanöser, der ist gut, der Hacken. Hm? Ich habe komplett die Übersicht verloren, wo wir gerade sind. Sackgasse. Okay, dann machen wir es jetzt anders. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Da müssen wir lang. Oh, da liegt sogar noch was. Da geht es nicht lang. Da. Machen wir nochmal was ganz Blödes. Aber ich glaube, da war ein Gitter, oder? Ja. Also. Stefanöser, im Moment ist ja ruhig. Ich erwarte noch was. Ich weiß noch nicht was, aber ich erwarte noch was. So, hier sind wir rausgekommen. Da geht's nicht lang. Das heißt, im Endeffekt war das hier eine Schleife. Man hätte auch gleich hier hingehen können. Und wäre dann... Stefanöser. Hä? Okay. Autsch. Ne, der muss weg. Schön, dass man jetzt nicht sieht, ob der eingefroren war oder nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn du da oben rumfuchtelst, nein, da unten rumfuchtelst. Fuchteln wir hier oben rum. Es sieht auch nur geil aus. Also eins haben die auf jeden Fall raus. Sie wissen, wie man mit Licht spielt. Einzigste, was mich ein bisschen sauer macht, ist das, was leider nicht in HDR zocken kann. Da würde das Ganze bestimmt noch mal so gut aussehen. Stefanöser. Jo. Treppe? Nein, keine Treppe.
Stefan Möser. Ich kenne den Unterschied noch nicht. Meinst du zu HDR? HDR, wie soll man das sagen? Was, ich meine, es war noch eine 10-Bit-Farbpalette oben drauf, die dann dementsprechend noch die Helligkeit etc. noch ein bisschen besser darstellen und ein anderes Farbspektrum. Also ich sag mal, es sieht einfach lebhafter vom Licht her aus. Vor 2 Jahren war das, weiß ich gar nicht mehr. Da hatten wir Glück gehabt. Da hatten wir so einen Fernseher von 1200 auf 400 Euro runtergesetzt. Okay. Und der war HDR und 4K. Glück gehabt. Auf Amazon irgendwo gesehen. Und danach haben wir uns, oder ich mir dann auch erst einen Monitor geholt für einen PC mit HDR. Ja, das sieht schon cool aus. Beste Bild hast du noch mit OLED. Würde ich allerdings nicht zum Zocken benutzen, wenn du Pech hast. Brennen sich die Pixel rein von den statischen Anzeigen. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Alter, das ist so verworren. Da drüben war auch was drauf. Von da kommen wir quasi. Fiole. Oh. Da hatten wir auch noch was. Wollten wir auf den Arm nehmen. Oh, den mit dem Blitz haben wir nachher liegen gelassen, ne? Sorry, das war Kurzschluss. Stefan Möser, Bio. Ah, nicht noch so einer. Herzlich willkommen, Einfarbe 42. Halt die Backen. Oh. Der ist auch böse. Mit halt die Backen meine ich nicht dich, sondern den Typen hier, das da, das Ding da. Fällst du irgendwo runter? Wollen sie dir an der Kehle, ey? Hier geht's nirgendwo hin. Ja, wo ist unser Navi? 25 Meter diese Richtung. Ah, die Ecke. Na, okay. Dürften wir eigentlich so weit hier alles haben, außer die Türen, die wir nie aufkriegen. Stefan Möser. Ja, aber wen du das Teil nimmst, scheint auch ganz schön schwer zu sein, wen sie das hochheben will. Das Teil hat Wucht, ja. Also vom physischen her ist es gerade... Warte mal. Vom physischen Schaden her ist es gerade die stärkste Waffe, die ist aber, glaube ich, erst auf Level 3 oder so. Haben wir auch nur durch Zufall gefunden, weil wir den einen Abstecher machen wollten zu dem Leuchtturm. Wir haben da leider was ganz anderes gefunden. Jule mit Öl. Mal 2.
Ministre Farmöser. Okay. Was ich auch geil finde, ich glaube, ich habe mich in diesem Spiel bis jetzt 10-mal richtig stark erschrocken, aber richtig. Ich hoffe, da hat keiner irgendwie ein Ohrtrauma, Tinnitus mal bekommen. Mal gegoogelt, Interesse halber, ob man die Silk Engine irgendwo selber runterladen kann und benutzen. Leider nichts gefunden. Gucke mal da, da wackelt was. So eine Scheißkiste. Das da hinten ist nochmal so ein Holzfäller, glaube ich. Stefan Möser, das ist schade. Verdammt. Oh, oh. Ach, jetzt haben wir auch noch den falschen drin. Weg, weg, weg. Eins. Zwei. Und der andere hier auch. Selber wieder verprügeln. Nee. Nee. Hau ab. Und geht mir ganz schön auf den Senkel, die Beine, ey. Erstmal schön hinlegen. Hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Zwei Sohnschaften wird nicht einfach. Oh, das spornt an. Körperlich bin ich zwar in der realen Welt nicht mehr so aktiv wie DC, aber in Spielen. Glaube ich, könnten wir uns noch wehren. Pumpe. Pumpe. Den einen habe ich nicht gesehen. Ey, wo hat der sich versteckt, dieser? Dann müssen die hier untergeparkt haben. Auch nicht. Etwas sagen, der Baumstand ist doppelt so lang wie wir, wa? Nee. Nicht ganz so extrem, aber trotzdem böse. Na nee, komm, auf. Da ist auch noch was. Florett und Papier durch. Ich glaube, das sind Klingen. Na, Balu, wem suchst du? Lass mich raten, Kätzchen. Von da rüber. Aber da geht's auch nur zu. Wenn wir denn da überhaupt nochmal hochkommen.
Okay. Und das ist blockiert. Okay, dann kommen wir da später erstmal. Nicht wundern, der Hund tummelt sich gerade hier rum. Da muss ich ein kleines Auge drauf werfen, nicht, dass er hier wieder irgendwas ansteht. Digga, du musst doch nicht schon wieder raus. Nein, von da kommen wir nicht. Ich glaube, da draußen waren wir schon. Also doch hier hoch. Ah, ich glaube, ich weiß es. Quasi von oben hier. Aber vorhin waren... Nee, auch nicht. Doch. Eines
tapferen Geistes. Gerade wie das Teil da in den Arm reinpasst. Nanotechnologie, die sich erst verbreitet, wenn es mit Luft in Berührung kommt, keine Ahnung. Fiole der Blitzresistenz. Wollt ihr damit was sagen? Damit wir Blitz reinpacken? Haben wir schon. Ob das IKEA-Schränke sind? Speicherpunkt. Da haben wir so lange aber gar geschlagen. Ne? Stefan Möser, Jo. Stefan Möser, wurde auch Zeit. Boah, da fällt so ein bisschen dann alles erstmal. Ja, definitiv. Aber hallo, ja. Mal gucken, haben wir hier eine schöne Kulisse? Nehmen wir den Baum. Stefan Möser, ja. So, ein Stückchen nach rechts. Da stelle ich mir unter die Laterne. Ja. Wir müssen mal kurz eine Pause machen. Hier sitzt ein Vierbeiner, der möchte vor die Tür. Herzlich willkommen, Alien-Konglomeration. Ich denke mal so 20 Minuten bin ich dann wieder da. 25 Minuten. Ich lasse den Stream einfach laufen. Also nicht wundern, es gibt erstmal eine Zeit lang Standbild. Drehen muss ich aber noch ein. Hallo, ich komme. Stefan Möser, okay. Das heißt, warte mal, wir können auch für Fratzenbuch. Stefan Möser, geh mal mit Hunti bis Dani. Wo ist. Stefan Möser, kein Thema. Ich hatte doch mal einen Pausenscreen. So. Auch, ja, nochmal so. Oh. Wo sind Filter? Filter, Filter. Hallo, ich komme. Ich habe nur 2 Minuten. Ja. Ja. Nimm mal noch ein bisschen Abwehrmittel, dann kann er mit dir zusammen auf den Rasen scheißen. Ja. Ich beeile mich. Ich beeile mich. Lustige ist immer, wenn der kommt, könnte ich auch pullern. Wenn wir uns auch gleich zusammen am Baum stehen. Sag, was erzählt Papa wieder für eine Scheiße? Ich sag mal bis gleich.
So, ihr Lieben. Oh Gott, ist warm drauf. Man guckt hier immer aus dem Fenster und denkt so, das ist nicht so warm. Sieht ein bisschen trüb aus. Nimmst du mal eine Übergangsjacke mit so raus. Und merkst dann auf der Hälfte der Runde, oh Gott, ist das warm. Oh, gute. Oh, dann noch ein Telefonat gehabt mit einem guten Bekannten. Jetzt bin ich am Pumpen. Irgendwie laufe ich beim Telefonieren immer hin und her und leiste Hochleistungssport oder so. Oh, so, soll uns aber nicht stören. Oh, weiter geht's. Weiter geht's. Oh Gott. Gott sei, dass ich nur ein bisschen ruhiger bin. Meine Pumpe will nicht. Oh. Oh, du schöne heile Welt. So haben wir uns das bestellt. Verbesserte Sprenggranaten. Das ist auch komisch. In letzter Zeit, seit heute, können wir die Dinger zweimal einsammeln. Oder zeigt er das jetzt nicht an? Stefan Möser. Na, hat er gemacht, der Racker. Oh ja, hat er. Es ist erstaunlich. Vor zwei Wochen, drei Wochen war ich noch am Überlegen, ob man Hunde umtauschen kann. Heute denke ich mir so, besser hätte es nicht kommen können. Er ist schon echt lieb. Zutraulich, was vielleicht ein kleines Problem darstellt, aber da kriegen wir auch noch hin. Puh. Dennoch, eigene Kinder würde ich, glaube ich, nicht haben wollen. Nicht in dieser Welt. Was ist da hinten? Was ist da hinten? Ah, oh, wieder so viel kaputt zu machen. Kaputt machen, das ist das, was wir richtig gut können. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Fehler der Frostresistenz, wir sind hier irgendwie... Mein Bauchgefühl sagt mir, das gibt hier gleich richtig Ärger. Diese Richtung müssen wir. Dann gucken wir nochmal schnell hier oben nach. Oh, was ist das? Ein Van Gogh? Nein. Gefälschte Kunst. Stefan Möser. Das glaube ich dir gerne, ich auch nicht, mit dem Kitzikäu mir auch später wieder ein wenig mal nicht mehr arbeiten muss. Oh ja. Ich sag's mal so, Kinder sind bestimmt was Schönes, aber ich habe das Problem, dass ich da, wie soll man das sagen? Ich weiß nicht, wie ich mit denen reden soll. Hört sich vielleicht blöd an, aber das überfordert mich komplett. Stefan, ein Hund ist wie ein bester Freund. Oh ja. Hatte ich heute mit jemandem so ein bisschen geschattet. Da habe ich aus Spaß gesagt, wir haben uns Verstärkung geholt. Falls du irgendwas möchtest, musst du erstmal an dem vorbei und haben dann das Bild von Palo rübergeschickt. Fand da nicht so gut. Ah! Das war schlechtes Karma. Stefan Möser. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Stefan Möser. Jung. Nicht wirklich. Ah! Na, verdammt. Ach, man kann das auch in der Luft kann man dann legen. Das kriege ich jetzt erst mit. Ey. Komm. Ruf da. So. Dann nochmal in grün, bitte. Ja, genau, genau. Ohne nach vorne zu springen. Besser geht's nicht. Tada. Eisen eines edlen Geistes. Essenz Eisen. Und? Ja, ist lustig. Jetzt kommt erst die Meldung, was es ist. Und dann macht er Flug, sammelt es ein. Von wo sind denn wir gekommen? Vorne links. Ja, komm, wir gucken mal, was da drüben ist. Um dann festzustellen, dass wir es hätten lassen sollen. Beziehungsweise wir hier schon waren. Hier ist zu viel kaputt.
Und hier ist. Profanmöser, wenn du hinterher schaust. Hinter, wo hinter schauen? Da mal. Ah, hier waren wir schon. Ja. Stefan Möser, wo du gerade warst. Dann mal, wir auch nochmal vorbeilaufen. Stefan Möser, ja, auf den Balkon. Okay, gehen wir nochmal hoch. Uff. Okay. Ah. Okay, wo stehen wir? Wo hängen wir? So, was haben wir hier noch? Stefan Möser. Oder ist das wieder ein Kreisverkehr? Das ist wieder Kreiselverkehr hier. Von hier kommen wir. Hier lag quasi nur die Essenz. Oh, jetzt hat er aber. Ist der Hund hier? Nein, er ist auf dem Flur, aber man riecht es. Oh Gott. Die gehen doch normalerweise auch kaputt. Normalerweise gehen die kaputt. Alle anderen aber nicht die. Wir sind links gegangen, rechts runter war Sackgasse, ne? Gucken wir trotzdem nochmal rein. Halt, da ist noch was so kaputt. Tür kommen wir nicht rein. Er ist da drin. Es ist komisch, die ganze Zeit hier kein einziger Gegner. Da ist noch was. Essenz eines edlen Geistes. So, dann geht's jetzt hier weiter. Alles eingesammelt haben und wir nur noch eine haben, werden wir jetzt nochmal speichern. So. War gar nicht so blöd, dass wir nochmal gespeichert haben. Hier kommt jetzt ein dicker, fetter Gegner. Verrät mir zumindest dieses komische Geschleiere hier. Stefan Möser. Jo. Ganz komisches Magengefühl. Zwei dumme, ein Gedanke, nur er war schneller. Ah. Ach so, wir haben noch Frost. Das kann nicht funktionieren.
der lässt sich gar nicht einfrieren. Der lässt sich nicht einfrieren. Mhm. Ist trotzdem eine übergebügelt. Oh. Ja, ich glaube, der hat mir auch einen Kerbholz, als wir gerade. Nee, doch nicht. Emma mit ihren unfairen Tiefschlägen. Sens eines edlen Geistes? Nee. Eines tapferen Mannes, glaube ich. Ist auch nichts. Stefan Möser. Ja. Ah, wir wechseln mal kurz die Waffe. Auch. Ja. Den gehen wir jetzt mit Feuer ans Leder. Und da ist noch einer, ne? Ne, das ist eine Laterne. Farmlöser. Das passt aber gut. Oh. Alter. Wollte das Ding nicht mal schießen? Ja, konnte es. Ich habe doch gerade hier was Blaues schon mal gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir brennen. Scheiße. Ich denke mal, wir müssen hier durch. Chemiekapsel. Weil wenn so gar nichts kommt, das ist ja noch schlimmer. Machen wir gleich eine Hose. Aha. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, wo wir sind, aber nee, ist es doch nicht. Oh. Da ist auch nichts. Oh. Na dann, komm her. Ich habe auf dich gewartet. Renne. Brenne, wie du noch nie gebrannt hast.
Nein. Wieder am Schwitzen. Nein. Hm, 10.022. Ich glaube, wir können aufwerten. Abwerten wäre mal was Neues. Violen. Da haben wir zwei. Oh, da haben wir sogar 4. 16.022. Nein, nicht ganz. Wir brauchen... Doch, reicht. So, Panzerung hatten wir vorhin hochgebracht. Robustheit, Würde, Balance und Leben nehmen. Ich glaube, wir gehen jetzt... Ja, wir nehmen jetzt die Robustheit. Und warte mal. Einmal Waffe. Betäubung. Balance ist schon mal gut. Ich würde fast sagen, Feuerschaden, Chemieresistenz, Spezialtechniken. Jetzt kommen wir gehen einmal auf Resistenz. Ja. Die machen mir ganz schön Aua. Oder zu viel Aua momentan. Halt. Können wir noch Fiolen kaufen? Nein, können wir nicht. Ich glaube, wenn man eine gewisse Anzahl hat an Fiolen, an den Ölkannen kann man sie nicht mehr kaufen. Oder nur bis zu einer bestimmten Zahl können sie gekauft werden. Das würde sogar Sinn ergeben. Warum man sie hin und wieder mal nicht sieht. Warum haben wir ja eigentlich nicht Blitz drin? Ich blöd, Mann. So, ha, da sind wir vorhin durcheinander gekommen. Yay. Zeig an, was hast du Neues da reingepackt? Ich will es sehen. Join die Luxemburg, okay. Wollen wir mal gucken. Ich würde ja fast sagen peinlich, aber das hat bestimmt gar keiner mitbekommen. Ist nix. Viole mit Öl, 2 Stück.
geht's nicht lang. Ach, ist das nicht ein Träumchen? So richtig schön Albtraum. Jetzt müssen wir so schon viermal aufheben. Okay. Ja, definitiv ein Bug, aber ehrlich gesagt, damit kann man leben. Nachricht? Nachricht, Nachricht? Nee, diesmal ist es ein Echo. Seigneur. Monseigneur, where are you? Jo. Nein, anderes hier. Seize him. Aha. Also ist er das Stück anscheinend. Oh. Lock him up. Wer bekommt gerade alles unwiderstehliche Lust, in den seine Visage zu verbeulen? Monsieur Lothier has fallen into a trap. His captors probably took him to the Palais du Luxembourg. Ja, wahrscheinlich. Ich finde das immer peinlich, ey, wenn reiche Menschen, die eh schon eigentlich stabil stehen, nichts mehr bräuchten, dann alles in Bewegung setzen, um noch mehr zu kriegen. Ey, das ist so erbärmlich. Hi. Oh. Ja genau, verkloppt euch gegenseitig. Bringt euch rum. Ah, falsche Taste. Oder noch eine. Scheiße. Aua. Ich hab falschen drin. Das hat Laune gemacht. Geil. Irgendwo haben wir noch eine Essenz gesehen. Essenz eines edlen Geistes. Ah,
die Jungs haben echt gute Arbeit gemacht, den finde ich cool. Eigentlich müsste ich immer noch eine Rezession darüber schreiben. Ich habe aber keine Lust, nicht mit zocken. Was würde meine Frau jetzt sagen? Kinder mit Willen kriegen was auf die Brillen. Da ist nichts. Wo sind wir hier? Das ist jetzt beim Haus. Ne, ist auch nicht beim Haus vorne. Mal fix darüber. Hallo. Boah, ist der Dickmann. Oh, du brennst ja schon. Essenz eines tapferen Geistes. Da ist Sackgasse. Die haben damals immer so schöne große Gärten gehabt. Jetzt brennt er. Ups. Wir frieren uns den Arsch ab. Während du brennst. Aua. Wieder auf dem Deck. Au. Vergessen, das Ding kann ja auch schießen. Jacke, da liegt auch noch was.
Na, wenn ich sowas sehe, denke ich, das ist ein Köder. Damit wir einfach da direkt hinrennen und drauf die Fresse kriegen. Wo ist doch hier? Ach, diesmal der Eis. Wo ist hier was? Und dann liegt dort schon direkt zu Füßen. Naja, Sanne. Jetzt habe ich die auch nochmal benutzt. Schade, dass man die drei Waffen haben kann oder vier. Alter, willst du mich verarschen? Ach, das ist nur ein Geschütz. Guck mal her hier. Oh, nee. Hau mal lieber ab. Scheiße. Die haben das echt nicht blöd gemacht. Du musst dich einmal erst durchschlagen, dann machst du eine Tür auf, kommst zum Speicherpunkt und kannst dann von dort aus weitermachen. Oh. Noch nicht vergessen, dass die Gegner wieder da sind. Kopf. Okay, dann geht's jetzt hier weiter.
echte Fahnenlöser. Na doch, super bis jetzt. Ja. Oh ja. Oh, dann nehmen wir den da hinten auch noch mit. Oh. Alter, wie aggro ist der denn? Hat er erst mal 5-6 Mal auf uns ein. Das Blöde daran ist, es hätte funktioniert. Fahrmöser. Leider. Bronzebaren Alchemie-Kapsel. Ich habe immer gedacht, ich hatte einen guten Orientierungssinn. Die Aussage stelle ich gerade in Frage. Verbesserte Frostgranaten, ja. Ist das geil. Da würden wir wieder hochkommen. Fahrmöser, was das immer sein mag. Frostgranaten oder was? Oh, da ist noch buchstäblich aus den Socken gehauen. Stefan Möser, mieten Alchemie-Zeug, was du gerade bekommen hast. Ach so, die Frostgranate, Granaten, die den Gegner einfrieren lassen. Manche brauchen eine, zwei Granaten und zur Frostresistenz brauchst du dann ein paar mehr. Alchemie steht eigentlich, könntest du mit Zaubern gleichsetzen. Ja. Madame, mir wurde mitgeteilt, dass die für dieses Abend geplante Feierlichkeit auf unbestimmte Zeit verschoben sind. Der Comte de Provence scheint etwas anderes vorzuhaben, doch er wollte nichts darüber sagen. Warum machen wir nicht das Beste aus der misslichen Lage und treffen uns bei Anbruch der Nacht zu zweit in den Hain, an den wir so schöne Erinnerungen teilen? Ich werde dort auf Sie warten, Ihr Freund Pi. Essenz eines geringen Geistes. Das ist zum Beispiel diese Essenz unten rechts, womit wir uns aufrüsten können. So. Jetzt bin ich ja überlegen. Da vorne ging es runter, da gehen wir mal gucken, ganz schnell. Stefan Möser, wieder ein Stück weiter. Jupp.
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder wie war das? Jetzt geht's rund, sprach der Frosch und sprang in den Mixer. Wobei der nächste Witz dann wäre, was ist erst grün und rot, wenn man auf den Knopf drückt. Stefan Möser. Jawohl. No, no, please. Heaven help me. You are wrong about my intentions. Get back. You were only given the power of speech to better deceive your victims. Okay. I come in peace, monsieur. What do you want from me, Alapha? What happened to those who died in this square? What you see is the entire court of the Comte de Provence lying there. I am the only survivor. Not much. Comte de Provence? Has he fallen as well? No. The scoundrel deceived us. He left the palace without telling us. When it was our turn to flee, it was already too late. The adventure ended here, on the steps of the theater. At the hands of this monstrous creature who spits fire, ice, and lightning. The most courageous tried to fight back, but they met with the same fate as the others. Also hat er alles im Gepäck. Does this creature have no weakness? One would imagine. We did manage to land a few blows when it was dragged down by the weight of its enormous mortar. But it was all in vain. My only advice to you is to escape while you still can. Okay. Gefällt mir jetzt gar nicht. Der hat Blitz, Feuer und Eis im Repertoire. Gar nicht gegen alles verteidigen. Stefan Möser, mir auch nicht. Hey, doch, Echo. Da ist er wieder. Oh, wenn ich dich in die Finger kriege. Stefanlöser. Zu spät. Schnupftabakdose. Boah, Schnupftabak ist auch eklig, ey. Ne, da kommen wir nicht lang. Hier haben wir nur die Information bekommen, dass er Blitz, Feuer und Eis hat. Und er nur verletzt werden kann, wenn er mit der Mörse auf dem Boden liegt. Stefanlöser. Ja. Stefan Möser, kannst du schon was mit deiner Rüstung machen oder mit deiner Waffenfärbung, bevor du dahin laufen tust? Ja, das ist so der Gedanke. Aber das reicht, glaube ich, nicht.
Aufrüsten haben wir zwischendurch schon immer so ein bisschen, aber warte mal, wo ist denn das hier? Da. Das wäre dann. Da ist er. Und wie ich. Da ist er, Gott sei Dank. So. Kann man nochmal reinschnüffeln. Uns fehlen 10.000. Dafür reicht es nicht. Module haben wir nicht. Waffen könnten wir. Vier bis fünf. Stefan Möser. Okay. Blockett können wir auch nicht. Sehr Verstärker. Oh. Ausrüstung. Das ist immer noch das gleiche. Schade, dass man keine Schlüssel kaufen kann. Bismutblock können wir kaufen. Der Bismutblock kostet 5.000. Das heißt, wir könnten uns den holen, hätten wir 1.300 über. Das reicht auch nicht. Bei unseren beiden Hauptwaffen sind auf höchster Stufe. Diese Orichalkumbaren. was auch immer das sein soll, keine Ahnung. Ach, fehlen da leider. Gusseisen kostet auch 5.000. Oh, die haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Abbrechen. Boutique. Gucken wir uns mal, ob wir uns mal vollstopfen können mit irgendwas Leckerem. Alchemieresistenz. Da er alles hat an Alchemie, ist, glaube ich, das dann angebracht. Viel mit Ausdauer. Nehmen wir noch dafür der Alchemie. Haben wir wie viele? Gar keins. Ich meine, wir hatten noch Alchemieresistenz. Der Ausdauer mit der Alchemie. Das ist 10 Stück haben wir, das sollte reichen. Da ist noch nichts Neues zu, da auch nicht. Und die Materialien hier auch. Eis. Blitz und Lähmung. Und ich glaube, wir packen und niemand ein. Stefan Möser, das ist schade, dass nichts geht. Boah. So ein bisschen. Ich sag mal so, die abwechslungsreiche ist es doch, was man bekommt. Also mal immer etwas zum Ausprobieren, beziehungsweise. Achso. Und die Buchschnupftabak. Das elegante Stück enthält eine Unze Schnupftabak. Halt, Module. Haben Stefan Möser, die Sprenggranaten haben die was genutzt. Die Sprenggranaten sind übel. Die sind richtig übel. Effizienzlüftungsmodul 1 war es nicht. Todesmodul 2. Und ihre Wucht, wenn sie kaum noch leben, hat Feuerresistenzmodul 2. Blitzresistenz, Feuerresistenz und verstärkte Panzer. Wir haben kein Blitzfeuer, kein Eis. Frostresistenz, aber dann geht die Panzerung flöten. Ladestabilität, wo ist die Panzerung? Zeittechnik gegen Angriff erfolgreich einsetzen. Stefan Möser, dann werden Sie doch helfen, oder bei denen? Ich gehe mal da stark mal aus. hatten wir nicht nur Blitz?
Feuer, Blitz und Frost haben wir jetzt drin. Das Durchtränkungsmodul besagt eigentlich nur, dass Elementardurchdringung ist auch ein ewiges Waffen. Doppelt, das bräuchten wir nicht. Effizienzauflademodul. Mäßig Leben plus 40. Balance. Wüsste ich jetzt nicht, ob das so einen gravierenden Unterschied macht. Reparaturmodul. Dieses Modul ermöglicht es, durch kritische Angriffe eine mittlere Menge Leben wiederherzustellen. Nehmen wir das mal rein. Dann gucken wir noch mal. Ne, die haben wir vorhin alle verhökert. Prost, wo sind die Geister? Essenz davon. Nehmen wir einfach mal. Die kriegen wir nicht. Die benutzen wir aktuell nicht. Gusseisen fehlen 2, das wären 10.000. Ah, jetzt hat es auch gerade Klick gemacht, warum man sich die Essenz kaufen kann. Die quasi die gesammelten Geister in der Flasche packen. Geht man zum Gegner, verliert man sie nicht. Geht man zum Gegner, verliert man sie nicht. Stefan Möser, okay. Ich denke mal, das wird aber kosten. Im Sinne von, was weiß ich, wir bezahlen 900 und kriegen 800 wieder oder sowas. 7200. Herzlich willkommen, Elisin. Wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift? Da ist ein Stift. 1200. Gucken wir mal, was wir dafür wieder kriegen später. Oh, dann nehmen wir noch eine davon. 249. Haben wir noch irgendwas mit 100? Granitpflastersteine. Resistenz. Dem Ding weiß ich auch noch nichts anzufangen. Oh. Teure Pflastersteine. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir gehen erst zum Palast de Luxemburg oder wir schauen mal bei dem Doktor vorbei. Granaden, während dieser Web geht. Zu Spam. Eine Kiste TNT hinstellen und zum Essen hin vorbereiten. Ich glaube, wir gehen erst rechts vorbei. Dann könnte es noch sein, dass wir eventuell... Ach, scheiße. Dann hätten wir auch die Fiolen nicht kaufen. Das sieht hier alles so aus, als wollte man hier nicht hingehen. Da liegt was. Stefan Möser, was wäre einfach steh? Ich denke mal, der da ist einfacher, weil es eine Nebenquest ist. Hier liegen jene, die der Comte de Provence treu ergeben waren. Höflinge und Diener, allesamt Opfer des königlichen Verrats. Gestern durch Geburt getrennt, sind sie heute im Tode gleich. Ihr, die das Schicksal an diesem Ort geführt hat, betet für die Rettung ihrer unschuldigen Seelen und verfluche jene, die sie hintergangen haben. Oh. Ah, der hat schon ordentlich was an Schaden dagelassen. Wir werden es rauskriegen. Beides definitiv nicht weit voneinander entfernt.
nicht fahren möse. Dann, das wäre nur ein Vorschlag. Das ist gar nicht so blöd. Was ist das für eine? Holzfäller. Den rechten, die neben Quest, wo du noch Bunken hast. Au! Scheiße, der hat wieder keine Energie. Anzeigen. Solche Schwielen. Ach nee, ist ja ein Roboter. Ich würde gerade sagen, die muss solche Schwielen an den Händen haben. Der andere hatte der da nicht auch was liegen lassen. Nein, das haben wir eingesammelt. Lüftung, nur zwei und ein Schlüssel. Das war es auf jeden Fall wert. Ja, ich weiß. Uns fehlt das Werkzeug. Nee, da kommen wir gar nicht hin, oder? Oder habe ich das jetzt übersehen? Ich weiß nicht. Aber hier gibt es nirgendwo durch. Da kommen wir nur mit dem Werkzeug durch. Das heißt, wir müssen ganz woanders rum. Es sah nur so aus. Bei der Waffe haben manche keine Chance mehr, was gut so ist. Ah, die ist verdammt langsam. Also ich sag mal, wenn du da einen Fehler machst, dann bist du am Arsch.
geht's nirgendwo durch. Und auch nicht rüber. Verdammt. Muss er schon wieder raus? Stefan Möser. Ja, leider. Ich bin doch vorhin erst gewesen. Und der hat sowohl als auch. Stefan Möser. Zu schwer. Ich habe nicht nur gefrieren, ich habe auch gemacht. Ja, er war mit dem draußen. Ich glaube, die Leckerlis vom Nachbarn hat er nicht vertragen. Ne, da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir gar nicht rein. Könnte man sagen, hat dieser Bereich seinen Zweck erfüllt. Wir wurden einmal schon abgelenkt. Okay. So, dann holen wir uns noch ein paar Granaten. Halt. Oh, warte mal. Hat man nicht Dingens bekommen? Schlüssel. Bräuchten wir nur drei. Drei. Davon zwei. Das passt nicht. Ich kriege auch nicht zusammen. Nö. Die sind echt teuer, ey. Die sind echt teuer. So. Den Kompass bräuchten wir gleich eigentlich nicht. Dafür nehmen wir dann die Alchemie-Existenz. Halt. Wir mussten von oben rein. Ne? Wo waren das vorhin? Da war's. Nicht. In die Hütte kommen wir auch nicht. Ne? Wollen wir. Stefan Möser, Pfeileiche übers Dach. Na, kamst du leider nicht ans Dach hoch. Du brauchst so ein paar Anhänge, so einen Hakenpunkt oder so, dass du hochkommst. Stefan Möser, oder so. Im Großen und Ganzen ist das Spiel eigentlich, wenn du so willst, recht einfach gestrickt. Hey! Nicht gut. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Dann komm her, Dicker. Ah. Hoch. Alter, nicht nur das, der macht doch richtig Beule. Deine Sorgen überwunden.
und Wendung steht mit Geist und etwas sauer. Appetitlich bist. Er geht eigentlich, er geht eigentlich. Aber wer weiß, was der gleich noch macht. Oh, falsche Taste. Okay, damit kriegen wir ihn auch nicht. Im Sinne von einfrieren lassen. Boah, dauert zu lange. Er ist gut resistent. Okay. Der war gut. Der war gut. Komm, Papa. Komm, Papa. Papa zeigt dir, was er von dir hält. Scheiße. Jetzt haben wir geschlafen. Jetzt haben wir geschlafen. Oh oh. Oh oh. Vorsichtig, wenn er einen hat, hat er einen. Aber dann hat er einen richtig. Sprenggranaten sind super. Merkt euch wieder noch eine. Geronimo! Fuck! Ah, da ist er weg. Stefan Möser, gib alles. How could I have been so naive? Cagliostro. Immer doch. Stefan Möser. So biege wie. He's got me. He's got us all. There. You are free. Senor. Vocasson's dancer. You're conscious too. And yet, you're not one of the Count's creatures, n'est-ce pas? I do not know, monsieur. But how? Make haste. You must not linger here. I shall seek refuge at the Cordelier Convent, just a stone's throw away from here. Its walls are said to be impenetrable. That's where the members of the Third Estate promised to meet if an abomination such as this were to occur. A refuge for patriots? Would you be so kind as to clear the way, madame? En effet. That would be most prudent. Ah, you are a blessing. The convent is over there, up on the hill. I shall meet you there once the danger has passed. Okay. Die Ramme des Alchemisten. Aegis ist jetzt mit der Ramme des Alchemisten ausgerüstet. Diese besondere Modul ermöglicht es ihr, geschwächte oder nachlässig errichtete Wände zu durchbrechen. Ja, endlich. Achso, nee. Nicht jetzt drücken. Okay, so kann man den nicht ausführen. Super. Herzlich willkommen, Einfache 42.
Man mag es mir zwar nicht glauben, aber nein, ich habe mir wieder irgendwelche Videos noch irgendeiner Scheiße angeguckt. Ist einfach nur geil. So, wo müssen wir hin? Wo kommen wir her? Oh, hier kommt es hier gar nicht so. Doch, da kommt er raus. Ah, da können wir sie auch benutzen. Quasi, wenn wir immer sowas sehen oder wo so ein grünes Siegel vor ist, können wir ab jetzt eintreten. Gehen wir nochmal ganz flink zur anderen Seite, wobei ich glaube, wir kommen bei der Nebenquest jetzt auch vorbei. Hier kommen wir nicht rüber. Könnten gemein sein, wenn wir durchgespielt haben, schreiben wir einfach im Forum rein bei denen, dass die Granaten viel zu stark sind. Überlebensinstinkt, Modul 2, Modul Schlüssel und Orichalkum-Barren. Orichalkum. Orichalkum kenne ich. Talkum, Orichalkum. Nennen wir es ein Fantasieobjekt. Ich kann es nicht zuordnen. Stefan Möser. Ja. Ich sehe nur ein Smiley leider, aber. Smiley sind auch gut. Monsieur Monfriere, wir sind erfreut, dass Sie uns freundlicherweise von Monsieur Lavoisiers Ersuchen in Kenntnis gesetzt haben. Antworten Sie ihm umgehend und bieten Sie an, ihn in einem abgelegenen Bereich zu treffen. Vertrauen Sie der Angelegenheit hiernach, dem kommt Sie der Callisto an, der Ihnen diese Nachricht überbracht hat. Wenn Ihnen an Ihrem Leben liegt, verlassen Sie das Palais Luxemburg daraufhin schnellstmöglich und suchen Sie in Bronnay Zuflucht. Keine Sorge, unsere Sache entwickelt sich gut und unser militärischer Triumph ist bereits sicher. Aha. Ja, das haben wir ja gesehen. Das war definitiv ein militärischer Triumph. Leider nur von der falschen Seite. So, wir sind hier hochgekommen, ne? Ja. The Cordelier Convent is over there, up on the hill. Monsieur Lemonnier's house is on this road, not far from here. I could pay him a visit to learn more about the death of the poor Dauphin. Der Typ ist da drüben. Warte mal. Nee, ich wollte gerade sagen, der Speicherpunkt ist draußen, aber ist er nicht. Haben wir hier noch irgendwas, was wir sehen wollen? Ich glaube nicht. Jetzt können wir aber was verbessern. Patsy! Ich denke mal, das waren die Leckerlis, die in der Nachbar reingestopft hat. Kann das sein? Schräg gegenüber mit den langen Haaren. Er soll von Fremden nicht sprechen. Ja. Ja. 6000. Ah, was gab das dazu? Aber da müssen wir uns nicht dran halten. Ne? 6200, die haben uns 1000 abgezogen. Ah, 3000 fehlen noch. Verdammt. Wie gesagt, das nächste Mal trinkst du eine Tasse Rizinusöl. Oh, das ist aber teuer. Nee. Ja, wollen wir mal ein bisschen mit dem Konterverstärker rumspielen?
Stabilität, Effizienz aufladen. Ich versuche das jetzt nochmal, das will ich wissen. Eine Waffe zum Kontern, bitte. Das ist ein Geschossfeuer. Schild. Schild ist kein Kunde. Schild. Blitzerzeugung gegen jeden Angriff. Das wäre dann Nemesis Fächer, der das kann. Der Florett und Parier durch, den wollten wir eigentlich auch noch ausprobieren. Dann hat er jetzt seine Chance. Oh, falsche. Wow. Schick. Ah, das könnte lustig werden. Mal gucken. Ich glaube, die bringen wir dann nach oben, oder? Oder reicht das, was wir haben? Wir haben sie alle schon rausgeholt, scheiße. Ist aber blöd, wenn man sagt, okay, so und so ist sicher und dann stellt sich raus, warum sonst. Wo müssen wir jetzt lang? Zum Konvent der Godeliers gelangen. Ich will immer noch den Typen, ey. Ich weiß nicht warum. Schauen wir uns hier hinten erstmal um. Das Gegenpandung von der anderen Seite ist jetzt hier eh nicht weiter. So. Warum geben die uns die Möglichkeit, hier nochmal mit einem Haken hochzugehen? Weil ich mir fast sicher bin, dass das optisch kaum eine Auswirkung hat und leistungstechnisch. Es ist einwandfrei. Ups, jetzt gucken wir noch mal kurz was. Das Ding ist, im ersten Level
Den Gedanken habe ich schon seit 2 Tagen. Haben die das auf so schön getrimmt? Dass die wahrscheinlich dadurch diese Probleme hatten, dass es nicht läuft. 76. Bleibt so. Okay. Geronimo! Die Ramme des Alchemisten im Kampf. Die Ramme des Alchemisten kann auch im Kampf eingesetzt werden, wenn Agis sie direkt auf den Gegner anwendet. Ja schön, ich habe aber schon Feuer freigedrückt. Und das juckt dir noch nicht mal. Oh. Aber vor allem macht er keinen Schaden an. Mit der Ramme. Einmal kurz zu dir. Ah, er macht keinen Schaden, weil keine Energieanzeige da drüber ist. Nicht wirklich. Also zu zweit sind die schon ganz eklig, ey. Ach, dann ist auch schon umgefallen. Wenn es den Stream anfängt zu ruckeln, bitte sagen, dann war das definitiv nicht gut. Stefan Möser, nicht einfach mit den Waffen. Ja. An die Mitglieder des Theater Französ. Kompagnons, Kameraden, der König lässt alle. Im Moment läuft es super. Ist nicht schön. Der König lässt alle, die er es. Der König lässt alle, die er zu Feinden des Königreichs erklärt hat, in die Bastille werfen. Da er es uns nicht verziehen hat, dass wir Cheniers Charles den 9. aufgeführt haben. Bitte ich allen jene von euch, die wie ich öffentlich ihren Patriotismus bekundet haben, unterzutauchen, bis die Bedrohung durch den Tyrannen vorüber ist. Befreiung und Brüderlichkeit. Das muss man den Franzosen lassen, ey. Wenn denen was nicht gefällt, dann gehen die echt auf die Barrikaden. Ich glaube, aus den Fenstern hatte das keine Einwirkung. So, wo sind wir? Da sind wir. Da ist alles weg. Das sieht noch schön aus. Dun, 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 dun. Hallo? 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 Die Waffen sind aber auch geil, wenn man bedenkt, dass die noch gar nicht aufgewertet ist und auf Level 1. Ich weiß noch nicht mal, wann ich die eingesammelt habe. Stefan Möser. Ja, da sind sie schnell dabei. Sei Arman an Napoleon. Wollten sich mal welche eine Scheibe von abschneiden auf der anderen Seite.
Oh, was haben wir hier? Den gerechtfertigten Aufstand unterstütze ich bestimmt ganz gerne. Da geht's nicht rein. Da auch nicht. Ich denke mal, wir kommen jetzt dahin durch dieses Loch. Und wenn nicht, dann kommen wir irgendwo anders raus. Ja. Wir kommen unter den Straßen von Paris. Wieso wusste ich's? Becker Bordeaux. Schönes Game. Punkt ist mit noch etwas zu teuer für 20 Stunden. Au. Oh, sind schon ein bisschen länger dran als 20 Stunden, glaube ich. Aber super ist es ja. Oh, 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 oh. Komm her, parieren wir eine Runde. Geht noch nicht. Doch, geht. Ein Timing ist alles. Ehrlich gesagt, leichter gesagt, es geht. Was haben wir hier? Da geht's nicht lang. Bitte nochmal doppelt abgesichert, dass man auch ja nicht wieder davor reinkommt. Ernsthaft? Das ist nicht da, wo war? Nee. Ich wollte gerade sagen, wir sind doch da irgendwo rübergesprungen. Aber das sah nur ansatzweise gleich aus. Ich frage mich gerade nur, warum wir hier hinten dann nicht hingelaufen sind. Auf der anderen Seite wären wir eh nicht weitergekommen. Hä? Bin ich jetzt gerade blöd? Nicht einfach, das muss man denn schon mal sagen. Echt nicht einfach. Stefan Möser, hier war wir schon. Richtig. Ehrlich gesagt, wie gerade ein bisschen sprachlos. Wir waren hier. Darunter gelaufen sind wir doch auch schon mal, ja. Ist das also nur eine Abkürzung? Das Loch habe ich gar nicht gesehen, vorhin, ehrlich gesagt.
definitiv nicht. Aber es macht dann keinen Sinn, hier reinzugehen. Oder wir haben was übersehen. Irgendwo falsch abgebogen. Nein, das passiert uns doch nicht. Wer einer guckt sich die letzten drei Folgen an. Haben wir noch was gefunden. Gusseisen. 5000. Schandeln. Nee. Essen ist fertig. Scheiße, Essen ist fertig. Komm mal, gleich. 2 Minuten. Wo war denn jetzt ein Speicherpunkt? Verdammt. Ich glaube, wir mussten nur hier runterlaufen. Da ist er doch, da ist er doch, da ist er doch. Schade. Stefan Möser. Guten Appetit, bis später dann, wenn du Lust hast. Ich bin aber überlegen, ob wir die Nacht echt durchzocken. In den letzten Tagen kann ich eh nicht so schlafen, aber ich kann dir das echt nicht versprechen. Ey. Auf jeden Fall machen wir morgen früh weiter, wenn es heute Abend nichts mehr wird. Stefan Möser, lass es euch schmecken. Oh, jo. Falls ihr noch nicht gegessen habt, gleichfalls. Wie immer, einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann gegebenenfalls heute Abend oder morgen früh wieder. Gute. Stefan Möser. Okay. Und